Wir schauen noch mal, wo uns die Endzeit hinführt. Es ist alles so unendlich einfach. Und ich sage immer mit unseren zwei Seiten, was unendlich einfach ist, erzeugt auch eine unendliche Komplexität. Auch jetzt beginne ich, wie du erklärst, den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Dieser Geist existiert in deiner Naturwissenschaft und in der Medizin nicht mehr. Wenn Geist existiert, ist Geist nur etwas, was der Mensch besitzt. Und da kann ich tausendmal erklären, Geist kann man nicht besitzen, das kann man nur sein. Ein Geist, den du besitzt, das ist was Ausgedachtes. Und das sind so unendlich einfache Sätze. Und ich sage jetzt nochmal, immer wieder in der Wiederholung, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist. Und du wirst in jetzt ausgedachte extrem naher Zukunft Probleme bekommen, dass du den Tag verfluchen wirst, wo du nicht auf mich gehört hast. Das klingt jetzt wie eine Drohung und ich sage, ich drohe nicht, ich bin Liebe, ich warne dich. Wenn ich zu einem Kind sage, lang nicht auf eine heiße Herdplatte, du tust dir bitterböse weh, verbiete ich dir nicht, da drauf zu langen. Ich gebe dir nur den väterlichen Ratschlag, das nicht zu machen. Ich werde dich aber nicht zurückhalten, wenn du drauf langen willst, weil ich dir die Freiheit gegeben habe, komplett eigene Entscheidungen treffen zu dürfen. Du musst nicht auf meine göttlichen Gebote hören. Ich rate es dir nur an. Und es steht und fällt alles, was du erlebst, mit dem Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Du bist als Geist ein Gotteskind. Das heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? In dem Augenblick, wo du an dich denkst, entsteht in dir eine Information, die du zu sehen bekommst. Du bist der Einzige, der deine Informationen erlebt. Es gibt keinen anderen, der deine Informationen erlebt. Diesen ständigen Wechsel von Informationen. Auf jeden selbstgewählten Gespräch weise ich darauf hin. Und ich beobachte dich ständig. Ich bin der Beobachter eines Beobachters. Dieses Ich ist jetzt das JCH. Und ich sage jetzt nochmal, ich bin wirklich der, der ich zu sein behaupte. Und das ist nicht irgendein Gedanke, den du denkst. Das ist jetzt nicht der Mensch UP, das Pixelmännchen. Es ist kein Unterschied, ob du jetzt an dich, an deinen Trockennasen auf dem Körper denkst oder du denkst dir einen Trockennasen auf dem Udo Petscher aus. Es sind Gedanken von dir erschaffen werden, die du in dem Moment zu sehen bekommst, wenn sie auftauchen. Und jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist hundertprozentig sicher. Es ist hier kein religiöses Geschwätz, wenn ich diese Jesus-Symbolik bringe und die schauen wir uns jetzt etwas genauer an, sondern das ist ein geistiger Entwicklungsprozess. Die einfachsten Sätze der Welt werden von normalen Menschen nicht verstanden, wenn du in diesen materialistischen Wahn hinabgesunken bist. Ich betone nochmal, die jetzt von dir ausgedachte Naturwissenschaft ist jetzt nur ein Wort. Es ist ein unendlicher Komplex von Menschen, die du dir ausdenkst, die angeblich irgendwas wüssten, wohlgemerkt Menschen, die du jetzt denkst, das ist hundertprozentig sicher. Ich rede jetzt von deinen ganzen Physikern, von deinen Theologen, von deinen Chemikern, von deinen Wissenschaftlern als Ding an sich und auch den ganzen Fußvolk drumherum, die dieses Geschwätz dieser Menschen nachschwätzen. Es sind Gedanken. Es sind jetzt hundertprozentig sicher Gedanken, die sind da, weil du sie denkst und du denkst sie jetzt, weil ich diese Worte ausgesprochen habe. Und wenn du etwas nicht denkst, existiert es nicht. Es existiert auch dein Körper nicht, wenn du nicht dran denkst. Das alles ist hundertprozentig sicher. Und solange du in dem Wahn lebst, und darum wiederhole ich immer wieder diese Sätze, steht und fällt mit der Erkenntnis, was bist du und was sind deine Gedanken. Du bist immer im Meer. Derselbe Geist. Du bist etwas, was nicht existieren kann. Weil du ewig bist. Und das hast du vergessen und darum kämpfst du ums Überleben für etwas, was nur existiert, wenn du dran denkst, nämlich du als Körper. Es ist gleichgültig. Du wirst mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert und der, der das erlebt, diesen ständigen Wechsel von Informationen, das ist die Metapher mit den Gedankenwellen. Und damit lasse ich es gut sein, weil das auf jedem Selbstgespräch drauf ist. Und wenn du wirklich ansatzweise Bewusstsein bist, dir das bewusst wird, obwohl du das immer wieder vergisst, wird dir irgendwann einmal glauben, wo deine eigentlichen Probleme liegen.
diese Probleme, das lateinische Problema, das Vorgelegte, liegt in dir selbst, in deinem Unglauben und in dem Bruch dieser Gebote. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Mach dir kein Bild von dir selbst. Du darfst Bilder machen, du darfst dich aber nicht mit einer vergänglichen Erscheinung verwechseln. Es ändert sich nicht das Geringste an dir, wenn du den ständigen Wechsel deiner Informationen beobachtest und du bist Gott für alles, was du denkst. Ob du ein grünes Mastmännchen denkst, ob du dir ein heliozentrisches Weltbild ausdenkst, du erschaffst es in dem Augenblick, wo du es denkst, und in dem Moment, wo du an was anderes denkst, wird es wieder zerstört und du kriegst den nächsten Gedanken. Du solltest dich einmal fragen, was in dir drin ist, dass du das nicht wahrhaben willst oder dass du das immer wieder vergisst. Und ich werde dir zeigen, dass die Tiefe, dass ich von vornherein, der Wechsel kommt jetzt ganz massiv. Normale Menschen, du bist jetzt mit Krisen konfrontiert worden in deinem Traum. Ich nenne mal, eine Krise ist Corona, die andere Krise ist zurzeit diese Ukraine-Krise. Das ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt und ich kann jetzt nur eins sagen, wünsch dir bitte alles, bloß wünsch dir nicht, dass dein Leben wieder normal wird, so wie du das als normal definierst. Es kann sein, dass sich oberflächlich bei dir nichts verändert. Dass keiner mehr in deiner Welt von Corona spricht, dass keiner mehr von der Ukraine-Krise spricht, dass du wieder einen Zustand kriegst vor Corona und vor Ukraine-Krise. Mit den normalen Unbestigkeiten, die mal auftauchen, dass man auf der Arbeit Ärger hat, dass man wieder krank ist, dass man Schnupfen hat, dass dieses oder jenes ist, dieses normale Leben. Wenn das in nächste hier und jetzt ausgedachter Zukunft wieder normal weiterläuft, hast du verloren. Dann ist es eben schlecht gelaufen. Ich biete dir jetzt an, in einen vollkommen neuen geistigen Bereich, in eine vollkommen neue Welt einzutreten, in eine geistige Welt. Dann musst du dich aber auch nur auf die geistige Welt ausrichten und du musst dafür dein weltliches, vergängliches Vorstellungsmodell, das du dir ausdenkst, loslassen. Du kannst einen neuen Bereich nicht betreten, wenn du den alten nicht verlässt. Und wenn du meinst, es ist gut gegangen, wenn es wieder normal läuft, was du als normal definierst, dann hast du eigentlich verloren. Du hast die Chance nicht genutzt, diese Veränderung in dir zuzulassen. Du musst nichts tun. Ich sage immer wieder, als Brösel, als normaler Mensch lebst du dein Leben ganz normal weiter. Und du bist der Erste, der mitkriegt, wenn was anders geworden ist. Das Interessante dabei ist, dass ich immer auf die zwei Seiten hinweise. Das oberflächlich betrachtet, obwohl es komplett anders ist, läuft das Leben dann trotzdem wieder für dich zuerst einmal oberflächlich betrachtet normal weiter. Aber es hat sich das Elementare, das Wesentliche verändert. Du weißt jetzt, dass alles, was in dir auftaucht, ohne dich gar nicht existiert. Es kann ein Gedanke ohne einen Denker nicht existieren. Und jeder Gedanke, der existiert, existiert im Denker als Information. Die Elementaraussagen kann jeder 13-Jährige sofort überprüfen. Das, was dich so blind macht, ist dieses Wissen, dass du geistlos nachäffst, dass du wichtiger und richtiger ansiehst, wie das, was hundertprozentig sicher ist. Es gibt hier sehr viele Selbstgespräche, wo ich eine ganz kleine Metapher benutze und die wiederhole ich jetzt nochmal, bevor wir uns da mal ein bisschen biblisches Wissen anschauen. Da wird jetzt unser Jesus wird nicht besonders gut wegkommen. Die Metapher ist, dass wir sagen, ich denke mir jetzt nochmal zwei Menschen aus und die erzählen was. Und ich sage jetzt, der Erste, das bin ich. Alles, was ich erzähle in den Elementaraussagen, kannst du, wenn du diese Gedankengänge mitgehst, sofort mit hundertprozentiger Sicherheit überprüfen und bejahen. Das heißt, es wird nicht gefordert, dass du irgendetwas glaubst, was du nicht selbst hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kannst. Und ich sage jetzt schnipp und jetzt denkst du an deine beiden Hände. Die haben nicht existiert, bevor ich das Wort ausgesprochen habe. Zwangsläufig musst du natürlich an deinen Körper denken und jetzt kannst du deine zwei Hände, die jetzt ein sinnlich wahrgenommenes Gefühl sind, machen mal bald dir mal zu einer Faust. Das sind deine Informationen, das ist nicht da unten irgendwo an den Händen, die Händen spüren das nicht, sondern das ist deine Information. Es muss in dir drin sein, in dem Gehirn, wird der Materialist sagen. Und jetzt kannst du die, wenn du die Arme nach oben schiebst, in dein Gesichtsfeld, ich sage auf die VR-Brille holen und du kannst die auf und zu machen. Das ist ein unendlich tiefes Beispiel.
Diese Handy erschaffst du jetzt als Information und du hast auch kein Bedürfnis, diesen Händen zu erklären, dass du sie erschaffen hast und dass du diejenige bist, der sie jetzt auf und zu macht. Und dann löst sich, wenn du die Nummer denkst, sind sie weg, weil dann nächsten Gedanken da sind. Diese kleine Erkenntnis alleine schon zerstört alles, was du bisher geglaubt hast. Mit dieser geistlos nachgeäfften materialistischen Logik. Und du wirst dich jetzt irgendwann entscheiden müssen, und zwar jetzt, wen du mehr vertrauen willst, deinen tiefsten inneren Weisen der Weisheit, willst du dem ersten vertrauen, der dir nur erklärt, was 100% sicher ist. Und jetzt kommt der Zweite, alles was die Zweiten, das sind die Menschen, das ist die Elite deiner Welt, die Weisen, egal wen du dir jetzt ausdenkst, das sind ja nur Figuren in deinem Traum, egal was diese Antagonisten in deinem Traum dir erzählen. Ich würde dir beweisen, dass du 99,99% von dem ganzen Geschwätz, das auch nur geistlos nachgeäfft ist, nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Prinzipbedingt. Man hat dir eingeredet, du wurdest von deiner Mutter geboren. Ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Kannst du es beschwören? Das, was der Erste dir erzählt, kannst du beschwören, weil du das sofort auf der Stelle überprüfen kannst, dass es so ist. Das, was die Zweiten dir erzählen, könntest du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Es sind Behauptungen vom Hörensagen. Ich sage jetzt nochmal, alles, was man dir erzählt hat über den angeblichen Mikrokosmos, über den Makrokosmos und über Vergangenheit, die du nicht selbst hier und jetzt erlebt hast in deinem Traum, wo du nicht dabei warst. Ich sage, du bist immer dabei. Ja. Bei allem, was du denkst, bist du dabei. Du bist bei der Kreuzigung Christi dabei, in dem Moment, wo du dir die Kreuzigung Christi ausdenkst. Du bist nämlich die Quelle für diese Informationen. Und da schiebt sich jetzt was ein, das ist dein Intellekt. Das ist meine Computermetapher. Du kannst nämlich, ein Computer kann nur die Bilder aufwerfen, die er als Daten und logische Software im Arbeitsspeicher hat. Aber wir haben ja dann in unserer Transfersäule dann auch noch eine Festplatte und noch ein Internet, wo die Daten herkommen, eine tiefere, wo unendlich viel Wissen drin ist. Und das ist alles in dir drin. Das ist jetzt in ganz, ganz einfachen Metaphern Erklärungen dafür. Und dieses ganze Geschwätz hat einen tiefen symbolischen Sinn. Ich sage, du wirst von mir nie hören, dass was in dir auftaucht, was keinen Sinn hätte. Es bedeutet aber mit Sicherheit nicht das, was diese Schwätzer dir erzählen. Und wir schauen uns das jetzt gleich einmal an und dann machen wir mal so einen kleinen Sprung. Ich will das nicht so lange halten. Und zwar übertrage ich dazu mal ganz, ganz kurz den Bildschirm. Und dann nehme ich jetzt gleich meinen großen Freund Harald. Und ich muss jetzt dazu sagen, jetzt in der heutigen Zeit, es hängt jetzt von dir ab. Es kann sein, dass dieses Video gesperrt wird, wenn ich das laufen lasse. Das spielt keine Rolle. Dann stellen wir das unten nochmal mit rein. Das ist halt deine Zeit in der Demokratie, wo alle deine ganze Elite von Demokratie redet und nur verbietet und verbietet und verbietet. Diesbezüglich habe ich hier zwei kurze Videos. Das ist Europas einziger Wert, ist die Heuchelei der Elite. Es baut sich alles auf Lüge auf. Es ist Rainer, der benutzt erstmalig auch wirklich das Wort, sagt er, dass wir mittlerweile in Europa in einem puren Faschismus leben, der vorschreibt, was du zu glauben hast. Und alles, was dieser Mainstream-Meinung widerspricht, wird niedergeknüppelt und verboten. Es gibt nichts Neues im Kohlet, im Prediger. Nichts Neues in deiner Welt. Es wird sich übrigens auf dieser Ebene auch noch bis in alle Ewigkeit wiederholen, weil das eine Reifestufe, eine Führerscheinprüfungsbogenwelt ist, wo du diese Fehler zu erkennen hast. Ich mache jetzt mal ganz, ganz kurz diesen Harald Lesch. Und jetzt interessant ist immer auch, wenn man uns hier exzellenter Vortrag, wie man es von Dr. Lesch gewohnt ist. Weiter so, mehr davon. Klasse, immer macht es Spaß. Er ist ein knuffiges Kerlchen, es ist aber ein absoluter Vollpfosten. Ein geistloser Affe, der 1:1 wie jeder Professor 1:1 das erzählt, was man ihnen an der Uni erzählt hat. Und zu allen Zeiten, die du dir jetzt ausdenkst, haben Menschen was anderes erzählt. Und ich sage, alle Wahrheiten von heute sind die Menschen, da lächeln die Menschen von morgen nur noch drüber. Und jetzt lass dir das wirklich einmal auf der Zunge zergehen. Also wie gesagt, sollte dieses Video gesperrt sein, dann stelle ich es unten dran beim Hochladen. Jetzt rede ich raumzeitlich. Das ist halt einmal im Maß der Dinge, wenn ich in deiner Traumwelt auftauche, gelten auch für den Brösel oder die Gesetze, die du dir in die Welt hineindenkst.
Die physikalischen Gesetze deiner Welt werden bestimmt durch deinen Glauben. Im Anfang ist das Programm. Und jetzt schauen wir mal, was er uns hier erzählt. Es ist also schon so bizarr, wenn du selber denken kannst, dass du bloß noch den Kopf schüttelst. Ladung, hier zum Beispiel ein Elektron, Sie sehen es? Sehen Sie es? Sehen Sie es? Das kann man nicht sehen. Also ich sehe es nicht. Also ich tue zwar so, als wenn ich es sähe, aber ich sehe es nicht. Das ist nämlich auch irre. Wir können sogar genau sagen, warum wir das Elektron nicht sehen können. Können Sie sich das vorstellen? Ich könnte Ihnen jetzt ganz genau, also Quantenelektrodynamik, Sie haben sich hoffentlich vorbereitet, Quantenfeldtheorie-Vorlesung von mir gehört, alles wunderbar. Seine Vorlesung ist bloß nachgeäfft. Es sind reine Mädchengeschichten. Das mit den Elektronen, all das ganze Zeug, hat einen tiefen symbolischen Sinn in der Matrix. Es darf kein, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Bloß seine Vorstellungswelt, das ist unabhängig der Gedanke, den er sich, wir denken uns jetzt erst einmal normalen Menschen aus, der Wissen in sich trägt und aufgrund von Hörensagen, Vorstellungen in sich aufbaut. Das ist alles Geschwätz vom Zweiten. Es erfordert blinden dogmatischen Glauben. Dasselbe gilt übrigens auch für Religion. Ich kann immer nur sagen, ob ein Jesus gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde oder ob es den überhaupt gegeben hat, hängt davon ab, was man dir von ihm erzählt hat. Was du als erstes an Wissen in dich reinkriegst, mein Schwamminhalt, wird für dich zum Vergleichsmaßstab für alles, was neu auftaucht. Es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt eine christliche Programmierung oder eine muslimische Programmierung hast. In beiden Fällen ist Jesus ein ganz wundervoller Mensch gewesen, angeblich in der Vergangenheit. Bloß im einen Fall wurde er gekreuzigt und im anderen wurde er nicht gekreuzigt. In den angeblichen heiligen Schriften, die dann doch heilig sind, wenn man sie nicht einseitig auslegt. Dann ist jede Kleinigkeit, zum Beispiel die Randbedingung, da müsste man sich erst einmal dieses Wort Rand genauer anschauen, wenn wir das jetzt mit der Fahrersprache lesen, weil das alles Computerprogramme, du siehst an den Bildern eigentlich schon die Grundlagen. Da muss man sich mit Holofeeling auseinandersetzen. Und wir bleiben mal ganz kurz, hören wir noch rein. Ich kann also davon ausgehen, dass Sie die entsprechende Gleichung gelöst haben. Diese Arroganz, wo da mitschwingt, ich weiß ja so viel, und wenn ihr es studiert habt, dann wisst ihr so ein bisschen was von dem, was ich studiert habe. Das heißt, wenn man einem Elektron, das ist so winzig, wenn man dem nahe kommen will, also wenn man es sehen will, dann muss man es ja mit einer Strahlung angucken, die kleiner ist als die Ausdehnung des Objektes. Das Objekt ist aber verdammt klein. Ich brauche also eine Strahlung mit ganz kleiner Wellenlänge. Eine unglaublich kleine Strahlung. Wie oft erkläre ich, ich zitiere, ich nehme Bücher aus dem Bücherregal, da sind Worte drin, dann mache ich die Worte zu Geräuschen und ich zitiere Nobelpreisträger. Bei einem Photon, hunderten Selbstgesprächen erwähne ich immer wieder, dass von einer Bewegung durch Raum und Zeit zu sprechen ist Blödsinn, weil laut Einstein Relativitätstheorie für einen Photon weder Raum noch Zeit existieren. Komma. Selbstverständlich bewegt sich Licht mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist definiert mit Kilometer durch, sprich Strecke durch Zeit. 10 Seiten weiter schreibt, ich denke mir einen Zerfallsprozess, einen atomaren Zerfallsprozess, wo zwei Photone in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen. Du blätterst 10 Seiten zurück und er sagt, bei einem Photon von einer Bewegung durch Raum und Zeit zu sprechen, ist absoluter Blödsinn. Aber das Photon bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, sprich eine Strecke in einer gewissen Zeit. Die wissen doch nicht, was sie sprechen. Das sind Wahnsinnige. Religiöse Menschen übrigens im Prinzip selber in Grün. Das sind tief religiöse Menschen. Ich will, dass du selber denkst. Und zwar nur an Sachen denkst, die du dir zuerst einmal bewusst machst, was jetzt wirklich da ist und was gesprochen wird. Oder meine berühmte Beispiel mit der menschlichen DNA. Dasselbe gilt übrigens für die Viren, die dich so piesacken. Deine ganzen Wissenschaftler mit den Viren, mit ihren Versuchen, wie sie das messen. Wenn er dir erklärt, wie was gemessen wird, er ist gerade dabei, da brauchst du Strahlung, die noch kleiner ist wie dieses Elektron. Es muss ja entweder, wenn du was sehen willst, in deiner absolut trügerischen, fehlerhaften, raumzeitlichen Logik, wo jeder auf den Leim geht, wenn er so programmiert ist, du siehst ja erst was, wenn es in deinem Gehirn drin ist als Information. Das heißt, wenn du jetzt aus deinen Augen rausschaust, muss ja irgendein Gegenstand ein Licht aussenden, ein Haus, ein Baum, ein Wald, die Sonne, die Sterne, egal was es ist. Von der Sterne und von der Sonne kommt das Licht natürlich direkt beim Stern
ist ja in einem gewissen Maß eine Lampe. Wenn du jetzt aber andere Gegenstände anschaust, zum Beispiel schon den Mond, ist es reflektiertes Licht. Dann muss ja von einer Lichtquelle ein Licht auf den Mond fallen und der Mond reflektiert das Licht dann und es geht dann in dein Auge rein. Genau dasselbe gilt für alle Gegenstände, hat man dir erzählt, habe ich gehört. Zeig mir das Licht als Ding an sich. Meine Geschichte mit der roten Rose. Ich gehe da sehr, sehr genau und populärwissenschaftlich darauf ein, dass jeder 13-Jährigen, den ich das erkläre, beweise ich mit hundertprozentiger Genauigkeit, dass es so nicht sein kann. Man sucht nämlich nicht nach Fehlern, wenn Autoritäten dir was erzählen, dann nickt man das einfach ab und selbst wenn ein Hauch von Unlogik erkannt wird, hält man den Mund, weil sonst bestehst du deine Prüfung nicht, wenn du nicht dasselbe nachäffst. Das ist hundertprozentig sicher. Mir geht es nicht um die Menschen, die du dir ausdenkst. Wo waren jetzt die überhaupt die ganze Zeit? Wo war jetzt die ganze Zeit, während du mir zugehört hast, die Menschheit? Sie war ein nicht gedachter Gedanke. Mach dir kein Bild von irgendwas da drunten auf der Erde. Oder da drüben im Himmel. Wo waren eigentlich jetzt die ganze Zeit die Sterne? Sie waren ein nicht gedachter Gedanke. Es sind Seinsmöglichkeiten in der Computermetapher, in deinem Wissenskomplex. Das ist wie eine Datei, wo alles gleichzeitig ist. Und erst wenn du was in die Information, in die Existenz hebst, aus dieser Datei heraushebst, ich sage, in dem Moment, wo ein Bild auftaucht auf deinem Monitor, dieses Bild ist als reine Seinsmöglichkeit auf der Datei, sonst könnte sie auf dem Monitor nicht auftauchen. Aber auf der Datei ist es komplett anders, sind es nur Bündchen und Strichen. Denken wir uns jetzt zumindest, hat auch übrigens noch nie einer gesehen, weil die Bündchen und Strichen, die du jetzt wieder auf einer Fotografie siehst, wenn wir zur Fotografie oder eine vergrößerte Vorstellung in uns aufbauen, von zum Beispiel von einer alten DVD, dann sind es nur eins, nur null Bündchen und Strichen oder Schalter, die entweder offen sind oder geschlossen sind. Aber was ist jetzt das? Jetzt sind nur Worte da. Worte in Form von Geräuschen. Wir können das auch hinschreiben. Du sollst dir einfach nur bewusst machen, was jetzt da ist, und was diese Worte, gleichgültig, ob es Geräusche sind oder Schriftzeichen sind, auf irgendeinem vorgestellten Medium, auf Papier, auf einem Monitor. Wenn du ein Papier vor dir hast, genau genommen befindet sich das nur auf deiner VR-Brille. Deine Augen sind nur gespiegelt wieder eine VR-Brille. Im Jahr 1900. Wir sind also noch nicht da, aber ich sage es Ihnen. Das ist übrigens die göttliche Spiegelung. Intellektuelle Spiegelung unendlich. Das ist 1,9 und die 2,0 magst du Unendlichkeitszeichen. Das ist übrigens jetzt nicht willkürlich, das ist die wirkliche Bausicht der Matrix. Nochmal, wird Max Planck. Max, M-A-X, hebraisiert heißt vom Bruder. Planck beginnt mit B-L-A, das heißt das Wunder, beginnen die Wunder. Einen Zusammenhang finden zwischen Energie und Wellenlänge. Er wird nämlich herausfinden, je kleiner die Wellenlänge ist, umso größer ist die Energie. So, das ist alles richtig und es ist auch unheimlich wichtig, wenn ich die Formel betrachte, bloß das große Problem, solange du dich als Trockennasenaffe siehst, denkst du dir jetzt, erschaffst du aufgrund dieser Worte einen Max Planck. Und den denkst du dir jetzt in der Vergangenheit, in die Vergangenheit und der hier und jetzt in die Vergangenheit von dir, in die Vergangenheit gedachte Max Planck, ist hier und jetzt deine Information, einfach nur eine Märchenfigur. Und jetzt frage ich dich, wie will der das entdecken? Wie willst du Wassermoleküle entdecken? Es wird hier die Kausalität auf den Kopf gestellt. Es wird einfach ein Blindwissen blind in Vorstellungen umgewandelt, wo es überhaupt nichts zu entdecken gibt, weil das nämlich alles mikrokosmische Phänomene sind. Die Wellenlängen von Licht, du siehst nicht einmal Licht, Zeichen wie Licht, geschweige denn, dass du Wellenlängen siehst. All das hat einen tiefen symbolischen Sinn in der Matrix. Aber es hat nichts zu tun mit irgendwelchen unabhängig von dir da außen existierenden Realität. Das wird er herausfinden. Das heißt. Was findet er heraus? Ich bin sehr genau darauf eingegangen, wie das eigentlich funktioniert. Er äfft einfach noch, hätte man ihn jetzt einmal normal gedacht, hätte man diesem Professor was anders erzählt an der Uni, würde er das genauso nachäffen. Ich erzähle andere Formen und er äfft andere Formen noch. Es gilt für alle Antagonisten in deinem Traum. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und all diese Idioten, Idioten einfachen Menschen, sprich sterbliche Säugetiere, sind Produkte deines Glaubens, den du anhangst. Wenn man einem Elektron zu sehr auf die Spur kommen will, man möchte herausfinden, wie groß das Elektron ist, braucht man eine Strahlung mit hoher Energie.
Im Jahr 1905, also 5 Jahre nach... Jetzt kommt der Einstein, die spezielle Relativitätstheorie. Mhm. Einer der größten verkehrt ausgelegten Theorien, ich kürze das ganz, ganz kurz auf, diese kleine Form mit der speziellen Relativitätstheorie 1905, wohlgemerkt hier und jetzt ausgedacht, beweist arithmetisch präzise, ich rede nicht von Mathematik, Mathematik heißt einfach nur das gelernte Wissen von Dummköpfen. Er ist ein Mathematiker, jeder normale Mensch, übrigens auch ein Theologe, ist auch ein Mathematiker. Es ist einfach nur ein Dummkopf, Mordikos, ein Tor, ein Blödmann, der einfach nur geistlos gelerntes, nachgeäfftes Wissen von sich gibt und meint, er hat mit dem, was er sich aufgrund dieses Denkens ausdenkt, nichts zu tun. Und ich sage jetzt wieder ganz einfach, es ist hundertprozentig sicher, wie unendlich geistlos und wahnsinnig bist du Geist eigentlich, wie sehr hast du vergessen, was du selbst bist, wenn du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. So, und jetzt denk an die Ukraine-Krise. Wo war die ganze Zeit? Und warum ist die jetzt? Ja, zuerst einmal, weil das Wort Ukraine-Krise gefallen ist. Auch wenn du dir jetzt da Vorstellungen aufgrund dieses Wortes aufbaust, was für Vorstellungen baust du dir auf? Du äffst doch schon wieder nach, was du aus Medien und Persien aufgeschnappt hast. Das waren aber doch auch bloß Lautsprechergeräusche oder Pixel oder Fetzenpapier mit Farbe drauf und Worten drauf. Das ist die Quelle, den Rest machst du hier und jetzt. Du erlebst immer nur deine ständig wechselnden Informationen. Das ist das neue Weltbild. Das ist die neue Matrix. Das ist die nächste Ebene, das ist eine geistige Ebene. Da musst du aber einfach nur das erste und das zweite Gebot halten. Du löst dich davon von dem Wahn, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Das heißt, wenn du jetzt an deinen aktuellen Körper denkst, das bist du nicht. Das ist ein Gedanke, es ist kein Unterschied. Auch es ist auch kein Unterschied, ob du jetzt nur was denkst, sprich eine feinstoffliche Wahrnehmung. Ich sage, denk an den Osterhasen. Denk an ein grünes Mastmännchen. Jetzt denk an den Udo Petscher. Denk an Budin. Denk an deinen eigenen Körper. Das ist eine sinnlich wahrgenommene Information. Es sind einfach nur wieder verschiedene Informationen, die du sehr unterschiedlich definierst. Das eine definierst du, das gibt es ja nicht. Da ist dir klar, der Osterhase ist jetzt nur, weil ich ihn denke. Aber wenn du jetzt zum Beispiel an einen geliebten Menschen, an der Kind von dir, an die Eltern oder an Ehepartner denkst, der ist natürlich auch dann da außen, sollte die noch in deiner Logik leben, wenn du nicht an ihn denkst. Es bleiben aber Informationen. Und das Interessante an dieser 1905, an dieser kleinen Formel, die ja aufbaut auf der Lorentz-Transformation, ist immer die Sache mit der Wurzel. Es heißt schlichtweg und einfach, bei Lichtgeschwindigkeit fällt der Raum in einen einzigen Punkt zusammen. Das ist das Ewige hier. Tausendfach habe ich das erklärt. Ich erkläre es dir jetzt zum letzten Mal. Die Zeit wird in der Formel unendlich. Aber der Witz ist, ich mache jetzt, schau das kleine Bild an, ich mache unendlich. Das heißt, die Ewigkeit ist jetzt. Das ist nicht eine ausgedehnte, dann hast du schon wieder eine Vorstellung von Größe, von Ausdehnung. Die Ewigkeit ist das Ewige hier und jetzt. Und interessant ist, die Formel kann man auch nach Masse umstellen. Und ich betone immer wieder, Masse ist die Gnede. Und Ken Ede, hebräischiert geschrieben, heißt hier definitiv, das ist jetzt. Ja. Das Fundament ist jetzt. Wenn wir Ken Ede schreiben, das F unter, diese Facetten, die du dir überlegst, Lügen verbreitest, F unter Mendior, ist jetzt. Ken Ede heißt jetzt auf Hebräisch. Das Ede. So, und wenn man das jetzt verstanden hat, diese Masse wird bei Lichtgeschwindigkeit unendlich. Zusammengefasst, alles, was existiert, ist hier, es ist jetzt. Und da gibt es unendlich viele Formen, wo man dieser Gnede geben kann. Es bleibt aber immer dieselbe unendlich große Masse, die genau genommen nichts ist, weil alles und nichts ist im Prinzip dasselbe. Es ist unendlich, die Masse wird unendlich und damit zwangsläufig zu nichts. Planck wird ein gewisser Einstein, der steht hier auch irgendwo, Albert Nahmt. Wie in seine Gedanken verloren ist, er ist jetzt ganz toll, wie er das erklärt, das ist aber schlichtweg und einfach, das ist das Geschwätz vom Zweigen. Er wird mit E gleich MC Quadrat sagen, ja, da gibt es aber auch eine Form von Energie, da löst sich alles auf. Das ist schon wieder der nächste Fehler. E gleich MC Quadrat ist eine Verkürzung nochmal, die, ich betone es immer wieder, in den Originalschriften heißt es E Quadrat mal N Quadrat mal C hoch 4.
Und in der Tat, wenn man einem Elektron zu nahe kommt, muss man eine Strahlung verwenden, die so intensiv und so energetisch ist, dass ich... Er weiß es alles, er weiß es. Du wirst immer, ich sag, zeig es mir ganz einfach. Ja. Also das machen wir jetzt gleich einmal weg. Ich hoffe, das reicht, dem Wahn etwas zu demonstrieren. Jetzt zeige ich dir den nächsten Wahn. Und zwar schauen wir uns jetzt ganz kurz in den Jesus-Film rein. Da geht wieder dasselbe. Ich hoffe mal, dass es nicht gekürzt wird. Und jetzt stelle ich den Filmabschnitt unten an. Und jetzt kommt das Geheimnis, das alles absolut, es darf kein Joda verloren gehen. Ich starte jetzt den bei 10, 15 ein. Das ist ja 10 ist unser Symbol für das Ich. Und die 15 ist 10, 5, das hebräische Wort für Gott. Und das ist jetzt diese schöne Geschichte von dem Jesus. Und wir schauen uns jetzt einmal nur, da gibt es natürlich viele, viele Facetten, wenn ich immer sage, wenn ich jetzt hier was reinstelle. Ich habe hier zum Beispiel jetzt den totalen Wert, die 10, 15. Mhm. Da habe ich jetzt die Zeit, dich das zu erklären. Ich weise nur darauf hin, dass dort die 992 da steht. 900 ist der Geburtsgeber. Das Endzahl ist der Geburtsgeber und 92 ist Testudo. Dieses Wort Testudo, Schildkröte, Schinillet, Karöde, da steckt der Rode, der Adam schon mit drin. Das ist das Zeb in dem Wort Zebaut. Es wird immer von Jahwe Zebaut gesprochen, bei aller Bescheidenheit, du hörst jetzt in dir Jahwe Zebaut sprechen. Du hörst jetzt zwar genau genommen, sinnlich wahrgenommen einen Lautsprecher und der Lautsprecher wird jetzt von einem Programm angetrieben, der macht diese Geräusche und es ist jetzt nicht der Mensch Udo, den du dir ausdenkst, sondern das ist der Geist in dir, der jetzt zu dir spricht, das ist Jahwe Zebaut und das ist JCH, das bin ich. Und jetzt wird es interessant, das heißt, es ist der Ankläger, der Widersacher, der Satan, der Verfolger, der Feind, der Gegner. Er ist, achte drauf, das sind wir zwei, wir öffnen einen Wut haben. Mhm. Er wird wütend sein und er wird hassen. Jetzt ist das Wort hassen natürlich so negativ, ich sage immer, das Doppel-S ist auch ein scharfes S und dann kriegst du das Wort haben, weil das wiederum aussieht wie ein B. Mhm. Hassen ist nur ein Wort von sich stoßen. Du stößt jetzt, du denkst dir was aus und du hast immer das, was du dir selber ausdenkst. Jetzt ist natürlich diese Art des Satans, jetzt hast du mal rot gelesen, das ist ja nur und der Satan. Aufgespannte Logik ist gespiegelte Existenz. Aufgespannte Logik ist eine Spiegelung einer Existenz. Das ist unsere Gedankenwelle. Der Scheitern, es wird etwas geschieden. Scheitern, im Arabischen nennt sich das Scheitern. Es wird was geschieden, nämlich der Mittelpunkt öffnet einen Wellenberg und einen Wellendal und zu sagen, es ist ein Wellenberg oder Dal, ist ein Blödsinn, das eine gibt es nicht ohne das andere. Das hast du übrigens dann hier in den Abbasch, die rote 4, wie ich das nenne, öffnet diese zwei Seiten. Ja. Interessant ist, und ich springe jetzt ganz, ganz kurz rein, das ist die Welt der Gedankenwellen und zwar der Hiob ist die einzige Stelle in den biblischen Büchern, wo der Satan direkt als Widersacher angesprochen wird, wobei die Leute das komplett missachten, dass das der beste Freund vom Jahwe ist. Genau. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes. Das ist übrigens schon hier das erste große Problem, die Söhne Gottes. Gott hat nur einen allereinzigen Sohn. Das wird so angepasst. Das sind schlichtweg Übersetzungsfehler, die in die moderne Grammatik mit eingehen. Da heißt jetzt hier, das ist dieses Es war, gibt es schon nicht. Ich betone hier nochmal, in dieser urhebräischen Schrift, das kannst du in Fachbüchern nachlesen für Althebräisch. Es gibt im alten Hebräisch, ist zuerst einmal keine Schriftsprache. Es ist ein reines Codesystem. Es gilt für das alte Hebräische selbe wie für Sanskrit. Sanskrit ist keine normale semantische Sprache, sondern es ist ein Code, es ist ein Computerprogramm. Und zu sagen, es war, ist schon einmal verkehrt, weil diese erste Vorsilbe, Waf J heißt und es oder er. In jedem Wörterbuch nachlesbar ist ein Imperfekt. Mhm. Es gibt hier nur Imperfekt und Perfekt. Es gibt Perfekt heißt, dass etwas abgeschlossen ist, es ist durch. Und Imperfekt heißt, dass es noch im Werden ist. Kann man nachlesen in der Hologrammatik. Ist ein Buch auf der Offenbarungsseite. Sehr populärwissenschaftlich tief erklärt. Das heißt, alles imperfekt ist, du kannst, du sollst, du wirst, du musst,
alles, was in der Zukunft angeblich passieren kann, was aber noch nicht perfekt, was noch nicht abgeschlossen ist. Solange du zum Beispiel etwas begriffen hast, reifen, begreifen, greifst du noch danach und ein Reifeprozess ist, dass du noch in der Umdrehung bist, in dem Spiel bist, schau das kleine Bild an, du bist noch in einem Zustand des Reifens, bis du es verstanden hast, dann bist du in hier und jetzt. Und solange du noch unbewusst um dich herum deine hier und jetzt in dir in Erscheinung tretenden Informationen unbewusst um dich herum räumlich und zeitlich verstreibst, zum Beispiel 1905 hat Einstein die spezielle Relativitätstheorie veröffentlicht und 1900 hat Max Planck dieses und jenes gemacht, ist ein reines, vom Hörensagen gekanntes Vorstellen, ein sich ausdenken, sich etwas in die Vergangenheit denken, das de facto ein Faktum ist, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Deine Wissenschaftler haben keine Ahnung, was Fakten sind. Die Politiker, jeder redet von Fakten und meint damit seine ganz persönlichen, subjektiven Vorstellungen, die er geistlos nachäfft. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache und die Tat besteht darin, dass du jetzt was denkst und durch dieses Denken in dir eine Information entsteht. Du bist der Einzige, der diese Information, die du denkst, sieht. Du Geist, du siehst immer nur die Informationen von dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Ja. Das ist das, wo ich sage, ein Geistesfunk, der ein Buch aus einem Bücherregal nimmt, beginnt eine persönliche Traumwelt zu erleben, erlebt sich als ein personifiziertes, maskiertes Wesen. Genau. Und wenn derselbe Geist im nächsten Roman die nächste Rolle spielt, ist er immer noch derselbe Geist. Geistesfunken sind nicht viele, sondern es ist der vom Bücherregal, der zum Lesen anfängt, wird zwar einen Funken von sich selbst und verwechselt sich dann in der Regel mit irgendeinem Charakter, mit einer Figur. So, das ist einmal das Erste. Das heißt, das ist schon angepasst an dieses moderne, chronologische Denken. Es heißt nicht, es ist, es war, sondern und er imperfekt ist was. Es ist etwas Imperfektes da. Das nächste Wort eines Tages, das ist dieses Hayom. Das heißt, Yom ist der Tag und Hayom heißt Artikel H, ist der Tag. Der Tag ist heute. Jeder Tag ist heute. Wir können heute an morgen denken, aber dieses Morgen ist jetzt, weil wir es denken und sollte morgen überhaupt jemals sein, dann ist es heute. Ja. Was auftaucht, kann immer nur heute passieren. Das ist der ewige Alltag, der Tag Gottes. Und jeder Moment heute passiert jetzt. Das ist wie wenn ich sage, wir denken uns jetzt eine Datei mit einer Laufzeit, einen Film, der 24 Stunden dauert. Solange du an die Datei denkst, sind 24, alles was prinzipiell auf dieser Datei drauf ist, ist gleichzeitig da, solange es im Arbeitsspeicher ist. Es ist da als ein Kontinuum, ein lückenloser Zusammenhang, weil wir ja nur eine Datei denken. Und sobald wir den Film laufen lassen, ist jedes Bild, das dann in Erscheinung tritt, das zu existieren beginnt, existiert jetzt. Das ist das Überwinden von Raum und Zeit. Und das ist auch hier meine Information, das ist die Computermetapher. Also gut, wir haben jetzt hier den Tag, und jetzt kommt das Nächste. Eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, das ist dieses Kommen, wieder imperfekt. Und er ist, interessant ist, und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes. Es heißt, und es ist der Tag. Dasselbe Wort hast heute. Das ist das hebräische Wort für heute. Der Tag. Und er oder es, sein Kommen. Das heißt, er, der Tag, der jetzt auftaucht, ist mein Sohn, meine polare Existenz. Diese Söhne ist eine Kleinigkeit, dieses Suffix im Hebräischen ist nämlich zuerst einmal besitzanzeigendes Fürwort, mein, Singular und Ben heißt Sohn. Das ist eine polare Existenz. Das ist der Adam. Er ist Krieger, Mikaber, er ist Denker und Ausgedachtes. Das ist der träumende Geist. Und es kommt in seinen Sohn diese polare Existenz in den eigenen Adam. Und dahin kommt jetzt dann übrigens schon der Zeb. Das ist jetzt hinzutreten, beistehen. Da ist dieser Zeb, das ist der Testudo. Genau. Da steckt der Zebot schon mit drin. Genau. Hochinteressant in der Stelle. Aber worum es mir jetzt geht, ist,
sich vor Jahwe zu stellen, vor den Jahwe, vorgestellt, wir denken uns etwas aus. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Übrigens ist dieses vor, da steht auf, Oll, hochheben. Auf der Oberfläche, auf der Oberfläche. Siehst du es hier? Es wird auf der Oberfläche von Jahwe kommt es in Erscheinung. Und dann auch hier, auch der Satan. Das ist diese logisch gespiegelte Existenz. Das ist der Scheidon. Das, was in Erscheinung tritt, ist das, was du scheidest. Und jetzt kommt Jahwe, sprach zum Satan. Ich bleibe im Deutschen. Wo kommst du her? Und der Satan antwortete Jahwe und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Das heißt, der, der jetzt ausgedachterweise durch Raum und Zeit sich zu bewegen scheint, wenn er sich in Bewegung setzt, achte bitte auf die Worte, entstehen. Wir haben das Wort stehen mit der Vorsilbe end und end weist darauf hin, dass das nachfolgende Wort ins Gegenteil gekehrt wird. Entspannen, entstehen heißt praktisch, dass dann aus dem Stehen etwas scheinbar Bewegtes wird. Zwei sind B. B steht für zwei, Beta. Geht. Bewegt. Und dann wird was in Bewegung gesetzt. Du merkst, es ist immer Plus und Minus gleichzeitig da. Genau. Es ist unendlich tief, was ich dir jetzt erkläre, ist tausendmal mehr wert wie Sechse im Lotto oder das, was du Gesundheit nennst. Weil das Buch Weisheit reden. Wir reden von Geist zu Geist. Okay? Und Jahwe sprach zum Satan, hast du Acht gegeben auf meine Knecht Hiob? Ich mache das jetzt einfach mal in einer Kurzform. Sonst rufe ich wieder zu weit aus. Wir sind bei den Hassen. Dass es schlichtweg geht, und da habe ich oft darauf hingewiesen, die Geschichte, wir gehen spazieren, da ist dieser Hiob mit seiner Familie, der ist reich, die sind alle gesund und der ist natürlich sehr gottgläubig. Und ich, Jahwe, gehe jetzt mit meinem Freund im Satan spazieren und dann sagt er, meinst du, dass der Hiob dich genauso anbeten würde und genauso dir glauben würde, wenn du ihn nicht jeden Wunsch von den Augen abliest, von den Lippen abliest. Wenn nicht alles so läuft, wie er es haben will, meinst du, er wird dann immer noch an Gott glauben? Sagt der Satan. Und ich sage dann, du, das ist eine interessante Frage. Das wäre mal wirklich interessanter und mir auch vertraut, wenn ich ihn nicht jeden Wunsch erfülle. Und dann kommt diese schöne Sache, mach mit Jahwe, mit Hiob und seinen Verwandten sein, alles. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Teste ihn. Nur ihm selbst darf nichts passieren. Das heißt, den Geist. Schick ihn in einen Albtraum. Ob er auch in einen Albtraum immer noch an Gott glaubt. Schick ihn durch die Hölle, ob er dann immer noch auf Gott vertraut. Oder abfällig wird. Das ist die Ausgangsbasis. Das heißt, dieser Satan hat den Auftrag von Gott bekommen, den Hiob zu testen. Ich nenne das die Führerscheinprüfungsbogenwelt, in der du dich zurzeit befindest. Meinst du, dass du an Gott glaubst, wenn du sagst, ich glaube an Gott? Und welcher jeden Bibifax zum Arzt rennst? Zu Krankheitenerfinder, wie ich das nenne? Das sind die eigenen Urteile. Gott ist in deiner Welt Geld. Das demonstriert dir jeder Einzelne. Selbst die ganzen Kirchen sind nur noch Prunk und Pracht und Lüge und Kapital. Todbringendes Verbrechen. Es spitzt sich jetzt immer mehr zu. Diese Lügen, die du über Medien und Basien, über Kirchen, über jeden Schwätzer, der in dir auftaucht, über die Professoren, den Lesch, jeder äfft nach und alle sind freigesprochen. Jetzt kommt nämlich der eigentliche Kern, du bist schuld. Wie unendlich krank bist du eigentlich in deinem Kopf, wenn du dir Sachen denkst und meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Du musst es jetzt auf dich wirken lassen, egal an was du denkst. Du erschaffst es in dem Moment hier und jetzt, wo du es denkst, egal wo du dir das räumlich und zeitlich hindenkst. Und diese Dinge, die du jetzt denkst, immer in einem ständigen Wechsel, existieren nicht, wenn sie von dir nicht gedacht werden. Sie sind als Möglichkeit in dieser großen Einheit, in der heiligen, ich sage mal, in dieser peripheren Untereinheit, die wir jetzt eine Datei nennen. Das ist auch eine kleine Heiligkeit. Aber nur eine winzig kleine, wieder eine Facette von einer viel größeren Heiligkeit. Das ist mein Spiel zwischen den Kollektionen, wo ich tausendfach drauf eingegangen bin. Also gut. Bin schon wieder viel zu genau geworden. Ich habe dir jetzt grob erklärt, was der Satan ist.
Genau genommen ist es der Staatsanwalt. Das heißt, ein Staatsanwalt ist der Rechtsanwalt von einem Staat. Und du lebst in einem Gottesstaat und der Satan ist jetzt der, der losgeschickt wird und als Ankläger überprüft, ob du wirklich auf Gott vertraust oder auf das Geld vertraust oder das Geschwätz irgendwelcher Menschen, die du dir ausdenkst, die letztendlich eigentlich so sind, wie sie von dir gedacht waren. Du denkst dir viele gute Menschen aus oder wissende Menschen aus, denen du Wissen zusprichst. So, dem Professor Lesch ist ja Astrophysiker, der kennt sich ja aus. Und ich zeige dir jetzt, dass er geistloser Schwätzer ist. Der rezitiert doch nur diese Figur, rezitiert doch bloß jetzt bewusst gedacht, wie man ihn programmiert hat. Aber was viel interessanter ist, wenn du jetzt träumst, musst du wissen, dass egal, was ein Antagonist in deinem Traum äußert, er äußert es, weil du das träumst. Und du wiederum träumst es, weil dein fehlerhafter Intellekt dir das jetzt aufzwingt. Das Programm, diese Führerscheinprüfungsbogen, weil die in dir läuft. So, das war jetzt mal hier der volle Wert. Und jetzt springen wir hier mal kurz rein in den Pyramidenwert 10, 15. Und jetzt kriegst du das Ede. Das ist Ede. Habe ich gerade angesprochen. E-T-G, Ede. Das ist jetzt. Und das ist nun. Du siehst in den Nun schon, das sind zwei Existenzen, ja, die aufgespannt werden. Es ist Wellenberg und Wellendal. Ich kann das auch sagen, alles, was ist jetzt verbunden. Und dann kannst du dir was in die Zukunft denken. Eine existierende Zukunft, eine existierende Vergangenheit kann immer bloß hier und jetzt existieren. Das Ganze passiert in den Sofort. Sof ist Sub. Mhm. Sub ist das absolute Ende, das ist das ewige Hier und Jetzt. Und das wiederum wird zur Zeit ZUR, die Geburt einer aufgespannten Berechnung, das ist das hebräische Wort zur Formwerdung. Das ist jetzt die 10.15. Jetzt und nun wird hier alles schön beschrieben. Da haben wir jetzt auch den Fisch übrigens, das Christus-Symbol. Wieso ich jetzt das mache? Und jetzt schauen wir mal hier. Schau dir das nochmal an. Er wird Wut haben, er wird wütend sein. Und ich habe im Weißenbuch-Vortrag und in mehreren Vorträgen schon gesagt, ob du das jetzt glaubst oder nicht. Das Leben, das ich jetzt lebe, ist dein Leben. Ich bin jetzt der Geist, der vom Computer sitzt und mit dem verwechselt, an den du denkst, wenn du jetzt an den Körper denkst. Ich sehe das, was du zu sehen glaubst. Das sieht nicht dein Gehirn und deine Augen, sondern genau die Zwischenstufe. Ich als der Geistesfunk, der jetzt dein Leben dort lebt. Aber ich war auch dieser Jesus. Den hat es nie in der Vergangenheit. Ich war, ist ein Gedanke. Der war ich genauso jetzt. Und jetzt kommt das Interessante, was ich oft darauf hingewiesen habe, dass das ein Lernprozess, auch das Leben des Jesus in dieser biblischen Märchengeschichte, ist ein einziger Lernprozess. Diesen Jesus, den ich dir jetzt zeige, als Pixelmännchen, als Märchenfigur, in dem Zustand hatte ich nicht das geringste verstanden von dem, was Liebe ist. Mein Vater, UP, das bin auch ich, hat mich Liebe gelehrt. Der elementare Satz, liebe deine Feinde. Diese Feinde und der Nächste ist dieses Ra. Habe ich im letzten Selbstgespräch kurz angesprochen. Das ist zum einen, sagst du mal, das Böse, die Schlechtigkeit, das Unglück, das Übel, das sind die negativen Facetten und die positiven Facetten sind der Freund. Der Nächste, der Nachbar, der Standesgenosse. Wir haben immer positiv, negativ, rot, blau. Wenn wir jetzt hier runterfahren, ist es erst einmal, der Kopf ist die Quelle. Die Berechnung, die persönliche Berechnung erzeugt die augenblickliche Wahrnehmung, das augenblicklich Wahrgenommene. Interessant ist, dieses im Hebräisch geschrieben, liebe deine Feinde und liebe deine Nächsten, wird dasselbe Wort benutzt, es wird nur anders ausgesprochen, es wird anders fokalisiert. Wenn ich das Ra ausspreche, dann ist es der negative Aspekt. Und wenn ich das Rea ausspreche, dann ist es der positive Aspekt, dann ist es der Freund. Wenn man Ha hin dran macht, wird es dann übrigens der Hirte. Der gute Hirte. Genau. Und das Negative. Ja. Das Prinzip zieht sich durch wie ein roter Faden. Also gut, dir muss eins klar sein. Ein Jesus, der Kranke heilt und gesund macht, hat nicht verstanden, was die Heiligkeit ist. Ich rede jetzt von mir selbst in dieser Phase meines Daseins. In dieser Lebensgeschichte. Eine von unendlich vielen Lebensgeschichten.
weil er ein Feindbild bekämpft, die Krankheit. Ich sage, du sollst die Feinde nicht bekämpfen, sondern das Plus und das Minus, schau das kleine Bild an, eins machen, dann kommst du zur Heiligkeit. Solange du gesund sein willst, wirst du auch wieder krank werden, weil du noch chronologisch denkst. Du meinst noch, dass die Sachen zeitlich abwechseln. Die Welle kommt nie, der Berg und dann das Tal. Du sagst, jetzt ist es hell und es wird heute Abend wieder finster werden. Oder umgekehrt. Nein, es ist jetzt hell und es ist im selben Moment finster. Erhebe dich in deinem Konstruktprogramm des heliozentrischen Weltbildes und du wirst sehen, dass sich hell und dunkel auf die Erdkugel nicht abwechseln. HGL ist wie eine Welle. Tausendfach erzählt, nicht verstanden. Ich behaupte, du hast es nicht verstanden, sonst würdest du das jetzt nicht nochmal hören müssen. Vielleicht hörst du das jetzt das erste Mal, hängt wieder davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Jetzt ist es so, ein Jesus, der Tote zum Leben erweckt, ist mit dem Tod nicht einverstanden. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Und jetzt kommt eigentlich das ganz Schöne. Das ist jetzt der Jesus, der die Geldwechsel aus dem Tempel rausschmeißt. Ich werde die Geldwechsel nicht aus dem Tempel rausschmeißen, ich werde sie gnadenlos vernichten. Das ist nämlich die Welt von Sodom und Gomorra. Ich mag sie wieder eins. Und du kannst jetzt in der Welt weiterleben, wenn du willst. Das wirst du feststellen, die nächsten Wochen hier und jetzt ausgedacht. Wenn sich an dir nichts Elementares verändert und du wieder eine Welt kriegst, wie sie jetzt normal gedacht, ich sag mal, vor 2 Jahren waren, vor Corona war, dann hast du die Hand, die ich dir jetzt reiche, nicht angenommen. Du bist der Erste, der es mitkriegt. Wenn sich elementar das tiefste innere Wesen in dir verändert, weil oberflächlich wirst du immer noch Freunde haben, also hab keine Angst, dass jetzt das Angal macht und alles weg ist. Du wirst immer träumen. Die Frage ist bloß, mit was für einem Hintergrundwissen denkst du dir deine Welt aus? Und wir schauen uns jetzt den Jesus einmal an, der die Geldwechsler zum Tempel rausschmeißt. Im Vorhof des Tempels sah er die Händler, die dort Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Bitte achte auf die Physiognomie. Jetzt denkst du dir wieder einen Schauspieler aus. Nein, das sind alles Konstrukte. Das Einzige, was existiert, ist deine jetzige Information. Das heißt, du hast jetzt in einer gewissen Entfernung vor dir einen sinnlich wahrgenommenen Monitor, der jetzt aber deine sinnlich wahrgenommene Information ist. Und dieser Monitor selber ist wiederum auf einem Monitor. Das ist die zweite Schicht. Denke einfach, du hättest jetzt eine VR-Brille auf. Und jetzt achte mal auf die Physiognomie. Ich sage immer, wie liest die Physiognomie deiner Figuren in deinem Traum? Auch die Geldwechsler saßen dort an ihren Tischen. Startpunkt 10. Ja. Liebe deine Feinde. Beißt sich irgendwas? Kann der Typ irgendwas? Dann hat er was noch nicht ganz verstanden, oder? Ich bringe euch Frieden, ich bringe euch Liebe. Ich hatte sehr, sehr viel zu lernen. Und derselbe Typ sagt, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, weil ich, weil er verstanden hatte, es gibt nur einen Abraham, wenn ich ihn ausdenke. Und ich sage, wahrlich, ich sage dir, ehe ein Max Planck ist oder ein Einstein ist, bin ich. Ehe ein Sokrates ist, bin ich. Ehe ein Jesus ist, bin ich. Wenn ich den nämlich nicht ausdenke, existiert er nicht. Was existiert, kann immer nur hier und jetzt in meinem Kopf als Information existieren. Ist das so schwer zu verstehen? Übrigens ist das etwas, was der Erste sagt, das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du jetzt die Rolle eines 13-Jährigen spielst und den Gedankengang mitgehst, was du sagst, stimmt. Aber jetzt kommt natürlich die harte, was ich oft darauf hingewiesen habe, die härtere Seite, dass das, was ich dir jetzt als Pixelmännchen, als Lautsprecher oder als sinnlich wahrgenommener Udo Petscher erkläre, dass du einer sein musst, der mich ausdenkt. Das heißt, ehe es mich gibt, bist du der träumende Geist, der Gott für die Welt, die er sich ausdenkt. Gibt es überhaupt einen Udo Petscher, wenn du ihn nicht denkst? Gibt es einen Jesus, wenn du ihn nicht denkst? Existiert überhaupt ein Existere heraustreten aus? Existiert überhaupt ein Gott, wenn du nicht an einen Gott denkst? Du bist doch tausendmal mehr El Hayom, Gott das Meer, das Gedankenwellen aufschmeißt, wie die Gedankenwelle Gott oder Udo Petscher oder Jesus oder Einstein, Namen sind jetzt austauschbar. Es sind doch nur Informationen von dir. Existenzen, vergängliche Existieren, das ist immer vergänglich. Ewig ist nur Geist. Ich erkläre dir, was du bist. Was? Was ist hier?
glaube, das dürfte verstanden sein, das können wir wegmachen. Dementsprechend können wir jetzt hier natürlich auch vielfältig uns ins Neue Testament reingehen. Da kommt dann die schöne Stelle. Das ist übrigens auf Alten vor 20, 25 Jahren jetzt gedacht und jetzt erklärt. In Almenau habe ich schon darauf hingewiesen, dass ich sage, dieses Spiel der Erkenntnis kam erst im Garten Gethsemane. Das war das allerletzte Mal, wo ich unbewusst war. Das war die Stelle, wo ich mit meinen Jüngern im Garten Gethsemane sitze und dann kommen die hohen Priester hier und wir sagen mit Soldaten, die wollen mich festnehmen. Und dann geht einer meiner Jünger dazwischen, schlägt dann noch ein Diener Ohr ab und wo ich sehe, dass der dazwischen ist, ich habe vorher noch bei meinen Jüngern erklärt, wir müssen lernen, einverstanden zu sein. Ja. Ich kann euch nicht erklären, liebe die Feinde und ihr bekämpft doch Feindbilder. Der Friede ist erst, wenn du eine allumfassende Liebe hast, dass du begreifst diese Puzzlestücke, die du jetzt noch nur negativ auslenkst. Denk wieder an das Ra und das Rea. Rede ich vom Freund oder rede ich von was Böses? Ist der Henkel rechts oder ist der Henkel links? Ist jetzt eine Welle, ein Balk oder ein Dall? Das ist ein Blödsinn. Ich habe nicht begriffen, was die heilige Welle ist. Diese Filmbeispiele, wo ich wiederholten Höhenkomplexen mit der Wohnung, ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Klo und so weiter und so weiter. Alles. Eine Kollektion von Möglichkeiten. Ich darf eine Facette, eine Perspektive nicht mit dem heiligen Ganzen verwechseln. Und dann begreifst du, was Liebe ist. Das ist der Heilungsprozess, dieses Einsmachen. Also ich erkläre meinen Jüngern, wir hören jetzt auf, irgendwas zu bekämpfen. Wir lieben unsere Feinde. Und dann kommen die und wollen mich festnehmen. Und in der Liebe, in der angeblichen Liebe zu mir, geht einer dazwischen und schlägt einen Diener von einem hohen Priester, von einem Soldaten das Ohr ab. Und ich sage, stopp, nicht, wir wollen doch einverstanden sein. Und das war das allerletzte Mal, wo ich mit was nicht einverstanden war. Ja. Da ist mir richtig brutal bewusst worden, dass ich jetzt wieder nicht einverstanden war, damit dass er mich schützen wollte. Mhm. Weil ich laufen vorher erkläre, wir wollen doch jetzt einverstanden sein. Merkst du die Schizophrenie? Und das ist alles vom Tisch. Von einer Sekunde auf die andere vom Tisch. Wenn du diese Wachstumsstufen, all das ganze Zeug, diese Esoterik XL, da haben wir wieder, ach, X ist Jack, der Buddha-Gott. Da gibt es keine Zufälle. Das ist, warum du alle 7 Jahre ein neuer Mensch bist. Man kann das natürlich immer unterschiedlich stufen, das ist wie mit arithmetischen Systemen. Aber wir können hier so tief reingehen. Ich habe hier noch eine Kleinigkeit, die fällt mir gerade ein, in den Chat habe ich heute Morgen reingestellt. Jetzt schalte ich jetzt noch ganz, ganz kurz ein. Etymologie von Staunen, verwundert sein. Sehr interessant. Ich mache das zuerst einmal hier im Original. Staunen, verwundert sein im 18. Jahrhundert vom Schweizer A. von Haller in die Literatursprache eingeführt. Stunen in Gedanken versuchen vor sich hinblicken. Starr, da kommt das Wort Stereo und Starr her, unbeweglich. Vollkommen unbeweglich blicken. Unbeweglich heißt nicht, dass sich Sachen in der Transversale nicht austauschen können, sondern dass es immer jetzt, es kommt aus nichts und fällt wieder in sich zusammen. Wenn du den Lesch dann weiterhörst, spricht er auch die Vakuumfluktuationen an, wenn man das Video hersucht, dass aus einem absoluten UB, ab ist der Vater, AB, ab, Englisch gesprochen, absoluten nichts entspringt immer ein Teilchen und ein Antiteilchen und fällt wieder in sich zusammen. Das sind die Gedankenwelten. Sie bleiben aber nicht, wenn man das arithmetisch sieht, bei Plus und Minus, Plus 5, umso mehr das größer wird, quantitativ wird es auch größer. Mal ganz abstrakt betrachtet. Und jetzt ist es also so, dass hier derselbe Text, das Staunen ist ein, da steckt die Wunde schon mit drin. Ja. Das Psychosomatische, die Psyche ist der Geist und Soma, je nachdem, ob du das Griechisch oder Lateinisch liest, hast zum einen ein Traum, Somnus Soma, ein körperlich wahrgenommener Traum. Und dann musst du dich in Stücke reißen, das kaputt, Lateinisch, der Kopf muss kaputt gehen, ohne dass er kaputt geht und es passiert, wenn du symmetrisch kaputt gehst. Ja. Das ist das Spiel.
Und jetzt dieses im 18. Jahrhundert, wenn ich das hebräisiere, das ist das große Geheimnis. Im ist das Meer von Elayom, die 18 ist ich. Und ja ist Gott. Das heißt im Ich Gottes. Und jetzt machen wir mal ein bisschen einen Schweizer. Das beginnt mit einem Schwatt, das ist ein Nichts. Ja. Ist Ei mit 70 gelesen, in diesem logisch doppelt aufgespannten Nichts entsteht ein Ei, ein Trümmerhaufen. Und der ist ZR, der wird zu einer Form. Das sind die Schweizer. Und der hast A von Haller in der Literatursprache eingeführt. H, alles wieder der Gott, R heißt auseinandergeschmissene Berechnung. Und zwar im Schweizerischen Stühnen bedeutet in Gedanken versunken vor sich hinblicken. Das ist dein Normalzustand. Und da habe ich jetzt hier in diesem Spiel insgesamt mit Höre und Staune 31 statte ich das ein, ist das muffige Kerl. Gut gelaunt, von existenzieller Zuversicht beseelt an diesem Montag, dem 28. März 2022. Nein, das ist nicht aufgesetzte Fröhlichkeit, allenfalls drogeninduzierte Aufgekratztheit. Ich nehme keine Glückspillen und keine Aufputschmittel, sondern ganz im Gegenteil. Sie wissen das, als Hobbytheologe beschäftige ich mich mit durchaus biblischen Themen, allerdings nicht im Geist des Frömmlertums und des Gutmenschentums. Es gibt ja die Leute, die leben. Das ist ein schöner Zufall. Das ist heute. Du musst bloß begreifen, jeder Woche ist heute. Die Bibel oder sie tragen die Bibel mit sich herum, um sich damit auszuzeichnen, wie mit einem Schwimmabzeichen oder wie mit einem Orden, um sich als Angehörige einer exklusiven Gemeinschaft moral. Das sind meine Hannis und Nannis. Ich wiederhole nochmal, wenn jetzt hier Tausende auf die Straße gehen und gegen den Krieg demonstrieren, unser Thema war Liebe deine Feinde. Die haben vom Christentum keine Ahnung. Das Einzige, was diese Demonstrationen macht, die haben die Impfbefürworter, die Impfgegner wieder vereint. Jetzt haben sie gemeinsam ein und dasselbe Feindbild. Ein Feindbild, das sie geistlos nachäffen aus Medien und basieren können, wo es auch viele andere Seiten gibt, die einfach verschwiegen werden. Es ist immer Einseitigkeiten. Es geht hier nicht, was gut und böse ist. Ich war immer genau das Gegenteil von dem, was du als richtig ansiehst, werde ich dir vor Augen führen. Hochstehender Individuen da irgendwo zu präsentieren. Ganz weit davon, das Gegenteil von dem. Präsentieren. Ja. Ich präsentiere dir. Präsens ist das Jetzt und das sind die Tiere, die immer nur hier und jetzt in dir auftauchen können. Die Medim, die Sterblichen, das Boshafteste an deiner Welt ist das, was du den hochintelligenten Menschen nennst. Kein Tier ist so böse wie der Mensch. Und die Schlimmsten sind die Moralisten. Und jeder, den du dir ausdenkst, wenn du den beobachtest, ist auf seine Art und Weise zwanghaft Moralist, indem er eine Einseitigkeit intronisieren will und predigt und alles andere um sich herum, was ihm unlogisch erscheint, bekämpft oder nichts damit zu tun haben will. Der wird niemals den Bereich der geistigen Heiligkeit betreten. Ist hier bei mir der Fall. Aber wenn Sie eben die Bibel lesen, und ich lese die Bibel als ein Buch auch der Sagen und der Märchen, und dies ohne jede Herablassung. Das ist genau, ich sage, die Märchen sind das Wertvollste, was du besitzt. Die Sprichwörter, die Märchen, Geschichtsbücher sind Märchenbücher. Die Geschichte von Einstein, von Max Planck, von Sokrates, von Jesus, es sind Märchengeschichten. Die kann man auf einer Bühne aufspielen und dann live als Geistesfunken kann man die Rollen spielen in einer live erlebten Welt. Auch die von Captain Kirk und dem Raumschiff Enterprise. In unserer göttlichen Bibliothek sind alle Bücher gleichzeitig da. Gleichgültig, ob das ein Mittelalterroman, ein Ägypter-Pyramiden-Roman ist von Pharaonen oder irgendein Zukunftsroman, ein Science-Fiction-Roman. Ich sage, ob du jetzt einen Ritter spielst oder einen Cowboy im Wilden Westen. Es sind Videospiele. Es sind Dateien mit Videospiele, wo du mit einer Verabredung fotorealistisch durchleben kannst, aber im Anfang ist das Programm. Ich hoffe, du hast jetzt sehr genau zugehört. Im Anfang ist das Programm und nicht die Bilder. Und nochmal, dein jetziger Stand von Wissen der Naturwissenschaft des letzten Jahrtausends hat zur vollkommenen Entgeistigung geführt. Es wird der Geist, der es erlebt, zu einem Abfallprodukt eines Gehirns deklariert. Und die Schulmedizin, die Krankheitenerfinder, wo sich alles nur um Geld dreht, haben die Selbstheilungskräfte dieses Geistes, der sich zwangsläufig immer wieder von selbst heilen wird. Das heißt definitiv,
Jeder Geist, der jetzt ein Leben durchlebt, als ein Affe in einer Traumwelt, als ein Protagonist, der den Steuern-Joystick in der Hand hat, weil du bestimmst, ob was richtig oder verkehrt ist, aber du bestimmst es mit einer Logik, die du geistlos nachäffst. Mit deinem Schwamminhalt nenne ich das, mit deiner Programmierung, die du dir nicht raussuchen konntest. Dieser Geist, der wird heil, wenn er wach wird. Aber dieses Zerbrochensein in sich ist nötig, das ist der Traum. Genau. Das sind die Unterschiede, das sind die Gedanken, wenn das Meer geht doch nicht kaputt, wenn es Wellen aufschmeißt. Aber das Meer schmeißt die Wellen symmetrisch auf und nicht nur einseitig. Und das Meer weiß, dass wenn es eine Welle aufschmeißt, schaut es deine Bild auf, das Plus und Minus immer gleich groß und im selben Moment, Moment, M-M-O, im selben Moment. Und dieses M-O-M heißt Fehler auf Hebräisch. Das ist das Matrix-Programm. Wenn ich von Sage und von Märchen spreche, dann meine ich hier keinesfalls einen minderen Realitäts- oder Wirklichkeitsgehalt. Genau so ist es. Das ist jetzt die Eigenart dieses Widerspruchs, wie ich jetzt dir das erklärte, die Jesus-Geschichte. Ich sage, zum einen, es hat nie einen Jesus in der Vergangenheit gegeben. Das ist eine Märchenfigur, ein Protagonist in dieser Jesus-Geschichte mit vielen Antagonisten drumherum. Das ist jetzt ein Gedanke. Aber, und jetzt kommt dieses Verwirklichen, du kannst, wenn du dieses Programm, diese Geschichte in einen Computer reinlädst wie ein Videospiel, kannst du den Jesus wie ein Schauspieler hyperrealistisch empfunden, sinnlich wahrgenommen spielen. Das ist das neue Weltbild. Und noch tausend andere Rollen zu anderen Zeiten, die du dir ausdenkst. Und jetzt bleibe ich immer noch in einem Bereich, dass du das mit einer Basic-Logik, wie ich das nicht nachvollziehen kannst. Und da gibt es dann was wirklich Neues. Ist für dich jetzt überhaupt nicht vorstellbar, so wenig, wie ich immer sage, innerhalb deines Lebens sich irgendein 3,5-Jähriger vorstellen kann, was körperlicher Sex ist. Da muss er reinwachsen. Und das passiert von alleine. Du musst dir da keine Gedanken machen. Das ist an keine Bedingung geknüpft. Die einzige Bedingung, es wird für dich subjektiv empfunden, viel schneller gehen, wenn du anfängst, meine Gebote zu halten. Oder müsste man zuerst einmal an einen Schöpfergott glauben und jede Figur, die du dir jetzt ausdenkst, jeder Mensch, der sagt, ich glaube an Gott, jeder Affe, der nachäfft, ich glaube an Gott, der wird es nie erleben, weil es ein Gedanke ist. Erleben kann den Geist nur, den Traum nur der Geist, der träumt. Niemals irgendeine Figur, die in deinem Traum zu existieren beginnt. Und die spüren auch nichts und die sind schon wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Das heißt, alle Menschen, die du dir ausdenkst, die gehen genau dahin, wo sie herkommen. Sie entspringen aus dir in dem Moment, wo du dies dir ausdenkst, egal wo du dir die räumlich oder zeitlich hindenkst, sie sind hier und jetzt deine Information, das ist hundertprozentig sicher. Und sobald du an was anderes denkst, lösen die sich wieder im Loop auf. Aha. Im Licht des UP, das immer ist, L-U-P-T. Darum ist das Chaos am Anfang der Bibel, das Tohuwabohu, das nennt sich eigentlich auch ein Luftraum. Genau. Jetzt wollen wir wissen, dass UF auch UB ist, heißt das Licht des UP ist ein Traum. Und das wird dann unsere Videobeamer bzw. Filmbeispiel, all die Lichter, die du dir ausdenkst, sind eigentlich kein rotes Licht. Es ist Licht und es ist Licht. Übrigens auch so eine Schizophrenie, kurz angesprochen. Ein jüdischer Historiker, der schreibt über die hebräische Grammatik. Und dann erklärt er lang und breit, ich zeige dir gerne dieses Buch, aber das wird jetzt zu weit führen, dann erklärt er lang und breit, dass es im alten Hebräisch keine Zeitformen gibt. Die alte Tora ist nur perfekt und imperfekt. Entweder sind Handlungen abgeschlossen oder noch in einem Reifeprozess. Das beschreibt er in einem Kapitel und dann kommt das nächste Kapitel und es beginnt damit, und Gott sprach, es ist Licht und es war Licht. Und sofort ist alles, was er vorher beschrieben hat, schon wieder vom Tisch. Es ist, es heißt wörtlich, es ist Licht und es ist Licht. Das sind zwei Lichter. Das ist das rote und das blaue Licht. So, da kommen wir jetzt rein. Man merkt, es wird hier selbst hier von Politikjournalisten, dass im Hintergrund doch irgendwie eine tiefe Sehnsucht nach irgendwas Heiligen mitschwingt. Dann machen wir das einmal da wieder zurück. Und jede Kleinigkeit müsste ich unendlich genau werden, aber es ist kein Komplizierdenken, sondern ein Einfachdenken.
Das ist zuerst einmal diese Erkenntnis, ich rede von Geist zu Geist, ich rede als Vater zu einem Kind von mir. Ich kann nur dich wach machen, du bist der Einzige, der wach werden kann. Und es wird nie, du wirst nicht so niemanden im klassischen Sinn, den du dir denkst, retten können, weil der löst sich schon wieder auf, wenn du ihn nicht denkst. Du kannst den wiederholen, immer wieder wiederholen, deinen eigenen Körper wiederholen. Was passiert jetzt? Mir sagen wir mal, du hast das Ritterprogramm laufen. Wo ist die Ritter, die ich mir jetzt ausdenke vor 25 Jahren? Was ist von dir noch über? Weil du Suppenhuhn bist geworden. Möchtest du tauschen? Möchtest du nochmal zurück? Nix da. Nicht um alles. Nein. Und dann kommen wir vielleicht, dass man immer mal den Körper haben will, aber das ist schon wieder ein Nicht-Haben-Wollen von was. Du wirst einfach lernen, einverstanden sein. Und wenn du mit allem einverstanden bist, dann hast du das Ein-E verstanden, das wir zwei sind. Ich und du. Wobei wir eigentlich ein S sind, ein nicht existierendes Bewusstsein sind, wenn man das hebräisiert mit A-I-N schreibt. Aleph, J, Nun. Das heißt, der Schöpfer Gott sein. Das ist das hebräische Wort für nicht existiert. Der Schöpfergott, dieses Nihilo, wie ich das nenne, Creatio ex Nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts. Jetzt können wir uns mal wieder Vorträge vom Lösch über diesen Urknall anhören. Das ist ja noch schizophrener wie das, was er gerade über das Elektron erzählt hat. Sieht fast genauso aus. Alles, was aus dem Urknall, das ist alles und nichts, Allah gleichzeitig. Ich lasse ja alles gleich, auch was er sagt, hat ja auch einen Sinn. Genau. Die Märchengeschichten, nochmal, die Märchengeschichten sind das Wertvollste, was du hast. Und ich betone nochmal, ob das Sprichwörter sind, des Kaisers neue Kleider. Das können wir übrigens immer spiegeln. Das Wichtige ist, du musst erst wissen, dass es nicht darum geht, ob was richtig oder verkehrt ist. Das gibt's nur. Und sobald man die zwei haben kann, in unseren Einheitskreis, kann genau. Das Richtige richtig und verkehrt sein und das Verkehrte bin ich tausendfach darauf eingegangen. Und sobald du die vier hast, wirst du feststellen, dass sofort nochmal eine Spiegelung mit vier, mit 16, musst du dich reinlesen oder sein lassen. Es hängt von deiner Reife ab, ob es dich interessiert oder nicht interessiert. Aber ich kann dir nur eins sagen, wenn du meinst, du musst es jetzt als Brösel unter Brösel in deinem Traum, den Figuren in deinem Traum erzählen, vergiss es. Du wirst nicht mehr müde zu erzählen, aber nur, wenn einer Interesse hat und du wirst feststellen, die Menschen um dich herum, deine geliebten Mitmenschen, das ist das, die Hausgenossen, die werden davon nichts wissen wollen. Sag mir als Mensch, als Trockennasenaffe jetzt auf der Bühne deines Lebens, sag mir, mit welchen Menschen du dich umgibst und ich sag dir, welche Themen in deinem Kopf rumspucken. Genau. Was du als richtig ansiehst, was du als verkehrt ansiehst. Es spiegelt sich heraus mit den Trockennasenaffen, mit denen du dich umgibst. Das sind diese ganzen Grüppchen. Und die leben alle in denselben Wahn, egal in welcher Gruppe du dich befindest. Wir können die Gruppe eine politische Partei nennen oder irgendeine religiöse Orientierung, eine religiöse Sekte. Geh doch bloß ins Christentum und lass dann hier einen Katholiken, einen tiefgläubigen Katholiken und einen Zeugen Jehovas über Gott sprechen. Ja. Diskutieren, lass uns über Gott diskutieren. Und ich sage immer wieder, eine Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Diskursus, führ dich immer in die Irre. Warum versucht ihr nicht das verbindende Parameter für die Standpunkte? Was ist das verbindende Parameter für die zwei Streitpunkte? Ich nenne es einfach mal hier den Osten und den Westen. Die NATO und Russland. Was ist der verbindende Parameter für diese zwei Blöcke, die aufeinander prallen? Wer ist schuld? Der sich die zwei ausdenkt. Da. Der in der Mitte ist schuld. Da. Und der sympathisiert nur mit einer Seite. Und soll ich jetzt nochmal sagen, Sympathie heißt Mitleiden. Hör auf, mit irgendeiner Einseitigkeit zu sympathisieren. Schon die Einseitigkeit alleine erzeugt das Leid, weil das Entheiligung ist. Das musste ja mal gesagt werden. Ja. Jetzt kannst du das nochmal zwei, dreimal anhören und dann kannst du zigtausende, 50.000 Seiten, 25.000 Seiten, 100.000 Seiten aus dem Internet aufholen und du wirst merken, mit dieser Erkenntnis steht plötzlich was vollkommen anderes drin, wie was du vorher herausgelesen hast. Absolut. Das ist absolut. Und absolut heißt göttlich. In Bezug auf UPI 86 Elayon. Und Patch.